Lieutenant Anderson! Oh ja, hier sind wir stehen geblieben. Ja, sehr schön, Indus, freut mich. Schönen entspannten Abend, also. Jemand zu Hause? Boah, komm, ruf. Das war eine fiese Klingel, oder? Seh dich. Naja, noch nicht. Geh mal hinten rein, ne? Bei den Amis ist es immer offen. Oh. Lieutenant Anderson! Ich will dir nicht wehtun. Ich will deinen Besitzer retten. Gehorcht aufs Wort, ne? Sehr schön, Ede, sehr schön. Wie war denn dein Tag? Na, sie nur besoffen. Hä? Da wollte sich bestimmt umbringen. Spuren von Alkohol und Spuren von Alkohol. Oh. Lieutenant! Aufwachen, Lieutenant! Ich bin es, Connor! Ich werde sie zu ihrem eigenen Wohl ausnüchtern. Ich muss sie warnen. Los, das wird nicht angenehm. Verpiss sie aus meinem Haus. Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche sie. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, ihr Fels von hier. Hey, ja, ja, hey. Willst du es gleich den Finger in den Hals stecken, oder? Na komm mal mit. Wieso auf dem Ballzimmer? Guter Hund! Fass ihn! Haben Sie, ich glaube, ich muss kotzen. Ja, mach das doch. Na, lass mich in Ruhe, du Arschloch! Ich geh nirgendwo hin! Hä? Achso. Was soll das? Ich will nicht mal. Danke. Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu Ihrem Besten. Was tust du denn hier? Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Tut mir leid, aber das geht nicht. Ich bin auf die Untersuchung des Falles programmiert und dafür brauche ich sie. Dein verdammter Fall interessiert mich echt einen Scheiß. Lieutenant, Sie sind nicht Sie selbst. Sie sollten... Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Necken. Gut, ich verstehe. Es ist vermutlich gar nicht interessant. Ein toter Mann gefunden in einem Sexclub in Downtown? Man wird den Fall sicher auch ohne uns lösen.
Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Ich hole sie. Und wieder machen wir komische Sachen für andere Leute. Was möchten Sie anziehen? Ist egal. Wie viel gestreift? Streifig. Ich will das ganz rechts haben, oder? Komm, das zieht er an. Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja, ja. Wundervoll. Nur, gib mir 5 Minuten, okay? Klar. Na gut, dann gucken wir mal hier rum. Wir sagen mal nichts dazu. Boah. Jetzt muss ich beides gedrückt halten. Wow. Das mit dem Fenster tut mir leid. Ich dachte wirklich, sie wurden überfallen. Natürlich wird Cyberlife für den Schaden aufkommen. Ja, okay, ich schick ihm die Rechnung. Mhm. Jazz. Und er mag Basketball anscheinend. Guck mal, was am Rechner ist. Andi, herzlich willkommen, schönen guten Abend. Wie geht's dir? Komm ich da nicht am Hund vorbei? Alter, hör auf dich zu drehen! Okay, nicht wichtig anscheinend. Oh, da war noch was. Ernährt sich ungesund, oder was? Ja. Geiles Hemd. Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. Ich hoffe, ich fahre, nicht er. Mir geht's auch gut, Andi. Bin ich müde, aber sonst geht's mir gut. Ready. Thank you.
Das ist Wahnsinn. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Oha, was ist jetzt ab hier? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt's Ersatzteile und blaues Blut. Mir da. Boah, das erinnert mich echt an diese Battlefield-Map, ne? Auch an den Docks. Das Battlefield, weil ich nicht lange gezockt habe. Wer sie könnte uns denn sehen? Ich habe noch niemanden gesehen. Ach, die. Vorsicht. Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg. Also die Story finde ich am interessantesten gerade, ne? Mit den freidenkenden Androiden. Jaucho? Ja. Man hat heute Schönes gemacht. Der Ehen und der Andi. Davon. Wir sind fast da. Dass fast alles autonom hier gesteuert wird, ne? Kannst zumindest kein Fahrer erwischen. Der andere. Vorwärts. Okay. Gib mir doch das Ziel.